Naja, ich freue mich schon auf das nächste Spiel, auch wenn das noch 2 Jahre bestimmt dauern wird oder ein Jahr. Ah, ich denke ja 2. Wenn die wieder, also die haben ja gesagt, dass sie was Kleineres machen wollen. Also nicht mehr so übertrieben heftig wie Darksiders 1 und 2 waren. Ja, sehr gut. Hast du sogar gekriegt. Hol die Bombe. Kannst du von da eigentlich schon greifen, nach drüben? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. So, wo müsste ich überhaupt hin? Ah, hier wahrscheinlich. Das sieht doch ganz gut aus. Huch, schieß doch. Ja, hast Hallo? du doch schon. Was machst du da? Freundchen. Ja. Laterne, Laterne. Da muss wohl was drauf. Kann das sein? Aha! Freunde, Freunde. Oh! Eine Seite, juhu. Wie viele haben wir davon jetzt? Wir haben jetzt sieben. 7. Nicht so viele, aber naja. Naja, wenn wir 10 haben, werden wir vielleicht auch mal die Kammer zeigen. Nicht nur vielleicht. Dann werden wir die Kammer zeigen. Genau. Ups, falsche Richtung. Ja, vergesslich und unskilled, ne? Oh, das Übliche, ne? Kennt man von dir. Ja, wer Darksiders 1 geguckt hat, der weiß das. Richtig. Ja. Gesundheit. Ach, danke. Ja, ich bin erkältet, übrigens. Hört man vielleicht. Ja, nicht so geil. Ja, das ist perfekte Aufnahmekondition. Oh, eine Druckplatte. Was wird passieren, wenn ich davon runtergehe? Na, richtig, Gegner spawnen. Die Tür geht zu. Ich damit gerechnet. Ach, übrigens, ich habe nicht mehr den Hammer ausgerüstet, sondern die Armklinge, weil ich damit besser spielen kann. Ach ja, habe ich ganz vergessen. Wir haben so viel vergessen, Die ne? sind irgendwie ganz schön unsexy. Ach, es reicht. Gut, naja, jetzt haben wir die Laterne. Ja, Und jetzt toll. können wir lustige Lieder singen. Ach nee, die Kiste war ja. Genau. Ja, Auf der ja, ja. oberen Etage. Ja, bitte. Kannst du dich das auch richtig sagen? Nee. Okay. Das ist ein französisches Wort. Ist das dann wie Family Guy Schlagsahne? Ja. Okay. Welche Sprüche hat er noch gehabt? Kennst du das? Nein, Schlagsahne und einen gab es, glaube ich, noch. ich weiß es gerade nicht. Dann wird mir das eh nur auf Englisch einfallen. Hier muss die hin. Ach nee, doch nicht. Was heißt denn Schlagsahne auf Englisch? Cool. Was für ein Ding? Cool Whip. Oder wie es du gesagt, cool Whip. Aha. Schöne Ja. Sache. Beziehungsweise das heißt nicht Schlagsahne, das ist glaube ich eine Marken. Also Markenschlagsahne in Amerika. Ach, ja, das kann sogar in die falsche Richtung, glaube ich. Ja, dann drehe ich es halt einmal. Bin zu faul jetzt. Du drehst es zu 3/4. Ja, okay. Na, wir wollen hier mal. Ja, Mathe und so, ne? Ja. Ich wollte was anderes sagen, was schlau ist, aber es ist mir nicht eingefallen. Tja, das merkst du mal, dass du nicht besser bist als ich. Ja, aber ich lasse es mir nicht so anmerken. Hallo, nimm die Laternen. Die hängt da auch irgendwie komisch in der Hand. Der Griff hängt irgendwie über den Fingern, wo er eigentlich hängen müsste. Ach, bezweifle nicht die Logik von Darksiders. Okay. Oh, hier wäre wieder eine Rolle des Seelenlenkers. Ach so. Aber wenn wir da reingehen, dann, ne? Wir cheaten das eh, weil wir eh nicht alle Sachen Nein, wir finden. kennen den Weg auswendig. Natürlich. Wir haben das ja so oft schon gemacht. Einmal. Es Ja. kotzt tierisch an, vor allem wenn du alle Secrets machen willst. Oh, das war zu tief. Ja. Übrigens, wer gerade dabei ist, es reicht, wenn ihr auf Ebene 5 das Secret macht, weil da kriegt ihr eine tolle Sense. Und die restlichen Secrets sind alle für den Arsch. Ja, es sind ein paar Items ganz Ich normal, glaube, die hier ist eine sind Kiste nicht gespawnt, toll. weil das kaputt gemacht hat, ne? Du redest mir schon wieder rein. Ja, das mache ich auch Mitten gerne. ins Wort. Weißt du? Das ist ein bisschen unhöflich, ne? Ich rede dir auch gerne in die Satzzeichen rein, wenn du willst. Ja, du beendest auch die Aufnahme, wenn ich noch rede. So uninteressant, das habe ich gar nicht zu sagen. Doch. Widersprich mir nicht. Jetzt kommst du auf die stille Treppe. Das war die effektivste Erziehungsmaßnahme aller Zeiten. Made by Super Nanny. Ja. Bams. Ach, ich habe mir heute übrigens Alimania die nächste Generation reingezogen. Ja, die alten Juwelen und so, ne? Kennst du es? Ich habe schon, glaube ich, den ersten Teil davon Ja, mir es gibt angeguckt. vier. Ja. Das war doch irgendwie, wo dann alle alte Säcke sind. Außer Uschi, die ist natürlich ein bisschen lieb. Nö, nö, nö. Nein, es ist eigentlich nur noch Horst da. Dann ist Stimmt, genau. von Uschi und Dimitri ist das Goblin-Kind dabei. Ach, stimmt, ja, genau. Und dann noch irgendwelche Kinder, Ja, irgendwelche der Leute. Krieger, der dieser Junge, der Krieger geworden ist, weil er Horst so bewundert.
der ihm immer in den Arsch kriecht. Dann noch eine Drehnei von Uhura und Ronny. Dreht das Kind von denen. Auch Schamanen, Verstärker-Schamanen. Ja. Und die, nö, gar nicht. Oh. Zum Glück nicht. Ja, es ist schon eine Weile her, wo ich das geguckt habe. Sie pwnt immer alles. Sie macht ihre Combo, Storm Strike, Earthshock und noch irgendeinen. Ich weiß nicht mehr, was der kann, der Schamane. Auch wenn ich Schamane gespielt hatte früher. Das ist traurig. Lava-Peitsche war es noch. Ja, genau. Lava-Lash. Also sie sagt es in Deutsch, aber ich habe es jetzt irgendwie in Englisch gesagt. Ich weiß auch nicht, warum. Auf jeden Fall, die macht diese drei Zauber, Eva. Dann sind die Gegner immer tot. Auch Bosse, komischerweise. Und die questen halt im Malstrom. Also Tiefenheim und so. Also in den neuen Gebieten, die ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Richtig. Leider ist jede Folge immer nur noch eine halbe Stunde lang. Und ja, pro Folge ist ein Gebiet sozusagen. Und am Ende der Folge sind sie immer bei der finalen Questreihe sozusagen. Ah, oder beim Ende. Schnell. Beim Ende des Gebietes. Ja, die, klar, die beziehen das nicht so in die Länge diesmal. Das war ja auch nur noch so ein Nebenprojekt, glaube ich. Das wollten sie gar nicht so groß aufziehen. Ich glaube, nach 5 Folgen ist auch Schluss. Oh, schon. Schade. Wobei die 5. Folge, glaube ich, schon auf sich warten lässt ein bisschen. Das kennt man aber auch nicht anders wie Leben. Ich sag nur Alimania, ich glaube. 20 oder so. Gibt's nicht. Es geht nur bis 19. Echt? Stimmt, genau. Darauf hat man ja ewig gewartet. Genau. Die machen auch immer Witze in DNG, also die nächste Generation, darüber, dass da fragen zum Beispiel Barlow ist ja wieder Erzähler, ja, was ich göttlich finde. Wie war denn das? Er sagt, jetzt bleiben mir nur noch einige Fragen offen und die geben dann Vorschläge, die Charaktere. Ach so. Sagen zum Beispiel, Horst sagt zum Beispiel, wo sind die restlichen Folgen 20 bis 25 von Alimania? So, solche Sachen bringen die dann. Also. Ja, schön selbst verarschen. Ja. So wie wir. Das ist schon witzig. Stevenio spricht übrigens Horst. Ja. Der ist ja irgendwie der Admin bei WoW-Szene.de oder sowas. Keine Ahnung. Der ist viel besser bekannt. Ja, ist ja auch Blogger, Videos, Hochlader und so, glaube ich. Er macht mit WoW auf jeden Fall irgendwas. Ich kenne von ihm eigentlich sonst nichts, glaube ich. Ich auch nicht. Aber das passt schon. Ja, wir spielen ja eh keine WoW, also keine. Ist das ja nicht so schlimm. Richtig. Ach, übrigens, wir haben gerade irgendwie 500 Gegner getötet. Und jetzt kriegen wir hier diesen Kristall. Das ist wie gehabt wieder. Den, ja, der Pickel wird auch wieder rektal eingeführt und dann in die Statue gesteckt. Na, damit wir das Niveau unten halten, muss ich das auch nochmal wiederholen. War das Niveau jemals oben? Das ist eine gute, berechtigte Frage. Wahrscheinlich nicht. Interessant. Ja, ich glaube, das wird bei uns Tradition, dass wir beim Aufnehmen Kekse futtern. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe heute Kekse mitgebracht, also Teekekse, wenn wir nachher zur Queen wollen. Ich hoffe, es sind noch welche übrig dann. Hört. Heurika. Auf jeden Fall. Ich hasse ja krümelige Kekse und das sind die krümeligsten, die ich hatte. Ja. Ich habe die extra mitgebracht, weil ich sie nicht mehr zu Hause haben wollte. Nett, dass du mich mit deinen alten krümeligen Keksen verlierst. Nein, die sind nicht alt, nur ich habe so viel zu Hause gerade. Ach so. Weil ich so eine ganze Kiste geschenkt bekommen habe. Echt? Du kriegst Käse geschenkt? Wen muss ich dafür anschleimen? Geh arbeiten. Oh. Habe ich als Abschiedsgeschenk von der Arbeit bekommen. So, hier haben wir jetzt wieder 5000 Kisten, die wir kaputt machen können. Unmöglich. Ja, das ist echt unmöglich, dass wir so viel zu zerstören haben. Er kann nicht. Ich kann es nicht glauben, dass du das gesagt hast. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Gott, ey, wie viele Tränke kriegen wir noch? Ja, immer dann, wenn man keine braucht. Ja, und wenn man welche braucht, kriegt man überhaupt gar keine. Richtig. Bum, bum, bum. Ach ja. Ich guck mir gerade im Moment übrigens auch Underskilled und Overgeared an. Auch von Barlow. Dadurch bin ich auch wieder auf Alimania gekommen ein bisschen. Also kurz gesagt, die spielen einfach zu dritt. Venian oder Darvenen, Drunken und Barlow spielen da zu dritt einfach WoW. Es ist, kann man gut beim Zocken hören. Also es ist echt witzig. Die haben jetzt schon... Wo muss ich da eben längs? 190 Folgen, davon da kamst du. Weil du gerade keine Ahnung hast, muss ich ein bisschen unterhalten. Ja, das stimmt, wir müssen eigentlich nur wieder raus, ne? Ich glaube, da hänge ich auch 10 Minuten, bis ich das kapiert hatte. Naja. Ja, Underskilled und Overgeared. Ist ganz witzig.
Joa, ich habe in den letzten Tagen ziemlich viel Street Fighter gespielt. Langweilig. Ja. Wer es mag, der mag es. Und ich habe mir einen Laptop gekauft. Ach ja, stimmt ja. Jetzt kann ich endlich außerhalb des Schreibtisches Videos gucken. Videos gucken, danke. Also vom Bett aus quasi. Nee, ich habe so einen, ja, sagen wir Fernsehstuhl. Also, ne? Ja. So einen gemütlichen. Ja, ich weiß, welchen du meinst. Da sitze ich immer bei der. Wenn du da bist, ja. Ja, wie kommen wir da hoch? Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Kannst du da an der Säule hoch? So nicht. Ich glaube, das war die Problematik, wie man da rauskam. Ich glaube, ich habe mich nachher sogar mit der Karte rausgeportet, sozusagen. Geht das? Das wäre natürlich schön, ne? Doch. Naja, funktioniert auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es richtig war, aber keine Ahnung. Es hat geklappt, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch an der Stelle war. Also irgendwo habe ich das auf jeden Fall mal gemacht. Genau, das war bei dem zweiten General vom Fürst der Knochen. Da ja, da kommen wir auch noch hin. Ja, mehr sage ich da jetzt auch nicht zu, aber da kam ich irgendwie auch nicht mehr raus. Die Dinger sind auch überall. Na, das sind die blauen, die nutzlosesten. Ja, deswegen gibt es davon ja am meisten. Wir erinnern euch ja noch an den netten Herrn Schwarzenwurz. Genau, Schwarzenwurz. Und da kann man die Sachen halt einlösen. Da gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Je nachdem, welche man benutzt, kriegt man unterschiedliche Ergebnisse. Sagt man, in welche Richtung müssen wir überhaupt? Ich hoffe mal, wir gehen jetzt richtig. Ich habe keine Ahnung. Wir haben ja in der Arena am Anfang. Nee, ich glaube aber, wenn du ganz runter gehst, kommst du raus. In die Ebene der Toten, glaube ich. Ich glaube, da bist du jetzt. Ja, jetzt würdest du rauskommen, wenn du durchs Tor gehst. Da bist du falsch. Verdammt. Also gehen wir wieder hoch. Ja, gehst hoch und dann nochmal durch die Türen gucken. Naja, was gibt's noch zu erzählen? Schule ist immer noch langweilig. Meine ist jetzt echt anstrengend. Ach, genau, hatte ich noch gar nicht jetzt erzählt, ne? Nee, in der richtigen Session. Ich habe eine neue Schule angefangen, Ausbildung, Schulausbildung also. Und, ja, ich sage jetzt nicht unbedingt, was es ist, aber es ist anstrengend. Sehr viel Neues, was ich da lerne. Ich bin total fertig. Joa, ich schreibe jetzt nur momentan 5000 Millionen Arbeiten. Ich habe es gesehen, irgendwer aus deiner Klasse hat gepostet, dass sie jetzt Mathe-Klausur schreibt. Ja, genau, das war sehr schön. Worüber? Über Funktionen und deren Verhalten in irgendwas. Bin ich froh, dass ich keine Mathe mehr habe. Wieso hast du keine Mathe, du Cheater? Weil es eine berufsbezogene Ausbildung ist und nicht so eine Fake-Lernen, was man in der normalen Schule immer hat. Das, was man nicht braucht. Ja. Musstest du nicht auf der anderen Seite? Ja, aber... Achso, hier konnte man einfach unterschreiben. Ja. Na gut. Dafür müsst doch in die Mitte einfach nur. Ja, dann mach mal. Ach, so. Wir haben den Kristall ja schon, ja. Richtig. Ui, irgendwo einsetzen. Ja, und jetzt kommen wir gleich zur mittleren Kammer. Genau. Da, genau, über dem Kopf. Die Statuen drehen sich übrigens immer zu dem Eingang, wo man hin muss. Wie man jetzt gerade gesehen hat. Da brennt jetzt auch das Feuer. Überm Kopf einfach, die Tür. Oder hinterm Kopf. Die Frage ist nur, wie kommen wir da rein? Es kommen keine Skelette. Unglaublich, meine Damen und Herren. Dafür kommt ja auch als nächstes der Boss. Das wird schön. Die erste Phase ist übrigens sehr einfach. Ich dachte schon, das war's und habe mich gefreut, dass der so einfach ist. Aber der der wird dann noch schwerer. Aber das kommt ja gleich noch. Ja. Oh, und da kommen die einfachsten Gegner aller Zeiten. Champions. Die total schwer sein sollten, aber irgendwie... Sie haben einen riesigen Fehler. Und zwar... Komm her. Den. Genau, man kann sie einfach so stunnen. Wir haben ja leider das Horn nicht mehr. Aus Darksiders. Ja, das wäre jetzt hier sehr praktisch. Oh Gott, auf mich von hinten zu verprügeln. Das ist eklig. Ja, ist mir auch wieder aufgefallen, alle Schurken sind schwul, WoW, ja. Wegen Backstab. Natürlich, was sollten sie sonst sein? Nicht schwul? Ha, Blasphemie. Ja, genau. Naja. Haben wir überhaupt irgendwie Gesundheitsregeln dazu noch in der Waffen? Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl. Ich glaube nicht. Doch, ich glaube ein bisschen, weil wir hatten doch die Todesengel-Sense und die haben wir ausgetauscht. Aber auch nur, weil die besser war und auch Lebensreck hatte. Wir haben noch eine besessene Sense. Haben wir eine besessene schon? Ja. Oh, okay. Ja, dann hat die bestimmt Live-Rack. Hit-Rack. Ja, so wie das halt, ne? Nennen wir es mal Hit-Rack. Ja.
Und wir haben auch noch unseren Teleportschlag, notfalls. Das heißt, den Notfall benutze ich genauer. Ja, okay. Hast du da eigentlich schon den Feuerdot drauf, wenn du ihn einsetzt?